Moin, moin, meine Freunde, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Starlink. Wir befinden uns immer noch bei der letzten Mission, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und zwar müssen wir die Türme zerstören. Und beim letzten Turm sind wir ja draufgegangen, mussten wieder hinfliegen. Habe ich jetzt gemacht und ich bin jetzt genauso weit wie vorher. So, dass ihr direkt dabei sein könnt, wenn wir jetzt dieses Kälte-Monster sozusagen den Chaos machen. Das soll es gewesen sein. Ich muss aufpassen, wenn ich mit dem Laser wieder beschwemme. Tut mir leid, das geht nicht. Oh, jetzt passiert irgendwas. Sehr gut. Ich glaube, das war's. Können wir das Ding da extrahieren? Gibt es etwas Neues, Leute? Ja, oh, ich wusste, dass es klappt. Mal sehen, der Prime ist da. Schnell, bevor er noch mehr platziert. Verstanden. Okay, wir müssen den Prime finden. Wo kann er sein? Ich muss kurz aufmachen hier. Was? Schnellschussverstärker, neue Mod gesammelt. Sehr gut. Okay, wir müssen uns aber hinterher, damit er nicht noch mehr Unheil anrichtet. Aber wir können auch gucken, was wir das für ein Mod bekommen haben. Mal rein hier. Hiervon ist es keiner. Das muss ein Waffenmod sein, ne? Warte, wollen wir rein? So, Waffenmods. Ganz kurz. Da ist auch ein neuer. 10% Reichweite. Was haben wir hier? Stabilitätsverstecker. Schnellschussverstecker. Plus 15 Feuerrate. Das ist ein Tick cooler. Warte mal. Guck mal hier unten. Flügel ansehen. Na, sehr gut. Okay, fliegen jetzt mal los. Soweit ist er ja nicht weg. Ich relativ zügig einholen können. Was ist mit meinem Wegpunkt los? Er bewegt sich. Der Prime ist schnell für seine Größe. Beeilung bitte. Okay, warte. Wir fliegen sofort hin. Ich wollte nur gerne den noch einscannen hier. Teilscan abgeschlossen. Mehr okay. Exemplare müssen gescannt werden, um das DNA-Profil zu vervollständigen. Legion solcher Fauna in der Nähe entdeckt. Was ist hier denn hier? Hier gegengeflogen. So. Bewegt sich ja wirklich. Wir müssen beeilen. Eine Station. Und wie groß der ist. Und ob wir den auch schlagen können überhaupt. Eieiei. Ich habe den Prime im Visier. Ja, ist der groß. Gegen so etwas haben wir noch nicht gekämpft. Wähle deine beste Ausrüstung. Du musst alles geben. Okay. Kann man speichern zwischendurch? Anscheinend nicht. Ja, ich glaube, es ist die beste Ausrüstung, die ich habe.
Hey, ich mach gar keinen Schaden. Starlink-Datenbank aktualisiert. Muss er irgendwo einen Schwachpunkt haben? Da! Unter seinen Flügeln, oder was war das? Wenn sich der Panzer öffnet, ist die Chance zuzuschlagen. Vor ihm in Position gehen. Vor ihm? Ah, da! Tut mir leid, das geht nicht. Warnung, Legion-Verstärkung im Anmarsch. Oh Mist. Okay. Alter, ist er groß. Es wird kalt. Jetzt. Gereicht hat? Macht sein Panzer leider nicht auf. Warum macht er seinen Panzer nicht auf? Jetzt. Kritisch. Jetzt macht dein Panzer auf, du Spast. Okay. Ah, Mann. Nerven wir auch so ein bisschen. Oh. Eieieieieieiei. Ja, da ist er. Der haut aber, wenn er mich trifft, haut er mich, glaube ich, um. Los, schießt alle da rein. Mein Gott, schießt keiner von denen da rein, kann das sein? Okay, oder ist wieder einer? Oh, ich bin hier hängen fest. Einer weniger. Dann bin ich wohl raus. Oh nein, was denn? Ja, ich hatte schon gesehen. Das geht leider nicht. Wow. Da. Dann muss den Legion jetzt erstmal tot haben, damit ich immer rankomme da. Wie gefällt dir das? Verdammt, Axe. Oh, jetzt kommt die zweite Formation wahrscheinlich. Müssen wir schon aufpassen. Wir wollen ihn nicht verlieren, also hinterher! Macht er! Ah, okay. Müssen wir Eis drauf schießen, würde ich sagen. Wow!
allein. Das geht leider nicht. Oh, shit. Ich bin erledigt. Oh, das gibt's doch gar nicht. Ich habe kein zweites Schiff. Was ist das denn für eine Scheiße? Alter, muss ich jetzt wieder ganz von vorne anfangen? Das wird mich ja nerven. Oh, das gibt's doch gar nicht. Das ist auch wirklich bescheuert. Warum kann man nicht da drin irgendwo wieder anfangen? Also muss man hier ganz raus. Das hat überhaupt keinen Sinn, oder? Ich glaube, ich störe den Prime. Jetzt muss ich den ganzen Prime nochmal angehen. Na gut. Das ist wirklich blöd gelöst, dass man komplett wieder aus dem Weltraum starten muss. Aber naja. Geht wahrscheinlich nicht anders. Also geht bestimmt anders, aber haben die wahrscheinlich nicht so viel Lust drauf gehabt. So, gehen wir den Prime noch an. Also eigentlich haben wir den ja ziemlich platt gemacht eigentlich. Dann mal gucken, ob wir den anders können. Oh, runter mit dir. So, wo ist denn der da hinten? Muss jetzt nicht wieder so einen Turm kaputt machen, oder? Würde jetzt ja keinen Sinn machen. Achtung, Extraktor in der Nähe lokalisiert. Echt jetzt? Besiegen Sie ihn, um die Position zusätzlicher Legion-Einheiten zu erhalten. Jawohl! Fox 1, böser Kerl 0. Tut mir leid, das geht nicht. So ein Eisgigant hier, das gibt's doch gar nicht. Wir müssen erstmal die Leute hier kalt machen wahrscheinlich. Warnung, Kälteschaden verstärkt den Gegner. Gar nicht. Ein bisschen den immer von vorne anzugreifen, ne? Oh. Ah, Mist, ey. Das ist doch dieser blöde Laser, der da kommt. Das geht nicht. Ich bin bereit. Es geht los, Leute. Mann, ich wollte dich nicht holen. Alle Systeme auf Grün. Macht doch auch keinen Sinn, das hier. Jetzt müssen wir das Ganze mit dem Prime-Blicher nur töten. Muss ich den ganzen Scheiß nochmal kaputt machen, nur um den Prime zu holen? Das ist voll affig. Oder? Sehe ich das irgendwie verkehrt? Nein. Na gut. Das geht leider nicht. Das geht leider nicht. Ich will ihn noch gar nicht. Das ist doch bescheuert gelöst. Mann, ich merke total, dass ich jetzt nochmal killen muss hier alle.
gut. Geht leider nicht, es geht mir ein bisschen auf den Sack, das Ganze. So. Und wieder so einen Kern da rausholen und dann müssen wir ihn jetzt suchen, das ist total affig. Oder? So, jetzt suchen wir den nochmal. Können wir alles aufmachen hier. Okay, los. Hinab zu ihm. Na klar, der läuft natürlich weiter und baut weiter diese Dinger auf. Weiß er. Aber wir müssen wieder komplett abballern, ne? Ja. Starlink-Datenbank aktualisiert. Komm. Das geht leider nicht. Sag, was du kannst, du Affe. Das geht leider nicht. Aber jetzt haben wir doch erwischt, oder? Wenn sich der Panzer öffnet, ist die Chance zuzuschlagen. Vor ihm in Position gehen. Aufpassen. Wir müssen aufpassen, dass wir ein bisschen Leben bekommen wieder. Ah. Da sind sie. Bin bereit. Schiffskenntnis verbessert. Jetzt bin ich gespannt, du Spast. Komm her. Shit, ich dachte, wir kriegen den nochmal. Nicht gekriegt. So, du Affe. Oh. Okay, jetzt müssen wir dich mal ein bisschen hinkriegen da. Einer weniger. Jetzt hat er keinen Legion mehr. Jetzt müssten wir ihn eigentlich ein bisschen... Mach mal deine Achsel hoch da, damit ich dich treffen kann. Sorry, ich fürchte, das geht nicht. So. Okay, jetzt haut er wieder ab. Beschädigt. Ich glaube, er will fliehen. Oh, okay, wir sind auch beschädigt ein bisschen. Verlieren, also hinterher. Ja, machen wir, aber ich muss ein bisschen Leben bekommen hier.
Wo ist er hingeleuchtet? Da. Ey, ist ja schnell, ey. Hier. Dann auf mich, da sie. Sorry, ich fürchte, das geht nicht. Sorry, ich fürchte, das geht nicht. Oh, komm schon. Shit. Die Musik ist geil, oder? Die schöne Avengers-Musik so. Ich glaube gar nicht, wie was für Verrenkung ich hier gerade mache. Springt immer in dieser blöde Ansicht zwischendurch, das nervt ein bisschen. Sorry, ich fürchte, das geht nicht. Ja, man kommt immer wieder oben in dieses blödes Ding dran, das nervt. Oh. Nein, zurück. Zurück, flieg doch zurück, du Spacken. Oh, ist das nervig. Eieiei, da. Oh, ein monströses Viech, ey. Oh, oh. So. Nein, ich treffe ihn nicht von hier. Nicht euer Ernst. Sorry, ich fürchte, das geht nicht.
Das ist nicht sein Ernst. Ich konnte ihn nicht treffen von hier, ey. Da kotzt mich ja gerade richtig an. Der Prime hat Verstärkung gerufen. Ja, wie immer. Scheiße, ey. Jetzt kommen die. Los geht's. Können wir helfen, das Ding ein bisschen schnell zu besiegen? So. Oh oh, Zeit zu gehen. Nein, nicht zu gehen. Komm schon, komm schon. So. Du beschissenes Teil. Eieiei, da. Auch ganz gut bumst das Ding, du. Dieser Prime war stark. Aber ich war stärker. Genau. Nicht einen Moment zu früh. Wow, nicht schlecht. Unglaublich. Carl, die Legion, sie fahren runter. Was? Was soll das heißen? Sie sind im Schlafmodus. Der Prime zieht Energie von jedem seiner Extraktoren. Was, wenn die Zerstörung des Prime diese Energie ohne Ziel zurücklässt? Okay. Das könnte die Lösung sein, wie wir die Legion ein für alle Mal stoppen. Hm. Der Prime muss einen Nova-Kern haben, den brauche ich. Geht das? Ja, den glaube ich genau vor mir. Noch mehr, was man einsammeln kann? Hey, gut, dann zurück zur Basis. So, hui. So, mal zurück zur Basis bringen. Mal sehen, was denn passiert. Irgendwas muss der Kern ja gut sein. Ah. Liefern. Prime-Kern. Großartig. Ich muss ihn unbedingt studieren. Ich muss nur ein paar Vorkehrungen treffen und dann sehen wir uns auf der... wie heißt das Schiff nochmal? Die Equinox. Lust, an Bord zu kommen? Natürlich. Man kann es doch spüren. Alles, was hier geschieht, das ist nur der Anfang und wir alle sind mittendrin. Soll Carl etwa den ganzen Spaß alleine haben? Perfekt. Oh, und wenn das Schiff ein Tuning braucht, meine Werkstatt ist immer geöffnet. Anhand der natürlichen Verteidigungen von Atlas zahlreichen Lebensformen haben wir einige Mods entwickelt. Die sind ein Blick wert. Klingt gut. Okay, Leute, wir sehen uns alle auf der Equinox. Okay. Noch hier Hand. Außenposten verbessern. Klar, bezahlen wir. 200.000? Ui. Mach ruhig. Das Geld sammeln wir schon wieder irgendwie ein. Bitte. Was können wir denn noch hier machen? Der Modladen. Allianzverstärker. Commander-Panzerung. 75.000. 85% Verteidigung, 15% mehr Schadensprozent in der Nähe. Haltbarer, wenn die... leider habe ich jetzt keine Kohle mehr, so viel. Commander-Kern 4. 40% mehr Schaden. Kaufen kann ich hier nichts, ne? Hier, warte. Jetzt haben wir die 75.000. Dann gib mal her zum Modschiff. Panzerung? 80% Auflagegeschwindigkeit, Pilotenfähigkeit, 400 Waffenenergie bei Reflektieren.
50%? 25% Schaden in der Nähe von Verbünden bewirkt Schaden, um Energie aufzuladen. Prospektorpanzerung. 35% Schadenresistenz. Reflektierte Betäubung länger. Eldepanzerung. Elementarkern. Brandmunition. Also ich glaube, ich nehme hier mal die Munition hier oben. Cool. Wollt ihr noch irgendwas anbieten hier an Hilfe? Ich würde gern mehr über Klanghea erfahren, aber ich kann die... Ich nehme mal die Quest an. Okay, aber der Scanner ihres Schiffs wird nicht reichen. Holen Sie sich den Sequenzierer, dann legen wir los. So, wollen wir uns mal kurz die Mods angucken? Erstmal hierfür. So. Und meine Munition episch. Power-Munition. 40% Schaden, 20% Schaden für 5 Sekunden nach einem Kill. Den nehmen wir. Nein, bleib da drin. Ja. Okay, das kann noch reichen hier. So, meine Brandmunition. Den darüber. Schiffsmods. Das nehmen wir auch rein. Perfekt. Sieht schon mal gut aus. Was haben wir meine Pilotenfähigkeiten? Also. 100, was ist das denn? 10% plus 10%. Also, ja, lässt sich Fox von der Nähe inspirieren und fügt in der Nähe von Verbindungen durch den Schaden zu. Ja, das kann man machen, muss man aber nicht. Dann. So. Perfekt. Ja, Leute, ich danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüss.